Denn wir sind heute hier wieder mal, um die Jungs vom Optionsuniversum zu Wort kommen zu lassen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch alle zum Webinar von Termintrader. Das dritte Mal mit den Jungs vom Optionsuniversum. Olaf Lieser, guten Tag. Herzlichen Hallo. Glückwunsch, dass du es wieder mal hierher geschafft hast. Danke, danke, freut mich. Christian Schwarzkopf, bist du auch schon anwesend? Ja, ich bin auch da, ja, und freue mich auch hier heute mal unser Hedge-Webinar präsentieren zu dürfen. Auch für dich herzlichen Glückwunsch, dass du es wieder mal hierher geschafft hast. Super, danke, freut mich. Ja, das Die schafft Medaille er. kannst du nachreichen, denn. Ja, so, Das also. Bier, das kannst du auch nachreichen, genau, Ja, ja. also Termintrader-Hinweis, bitte lesen, ganz schnell. Und dann würde ich sagen, es gibt eine Aufzeichnung von dem ganzen Webinar. Beim letzten Mal habe ich den Knopf gedrückt und es war irgendwie, das war zweimal derselbe Knopf. Ich habe jetzt geguckt, Aufzeichnung anhalten, das wäre dann der nächste Knopf. Dieses Webinar wird jetzt komplett wieder so aufgezeichnet, wie es sein soll. Ich habe eben schon mal meine kleinen Charts gezeigt, die zeige ich jetzt nochmal, den wollte ich jetzt mal, aber nur ganz schnell, damit ihr wisst, der DAX ist schon im Verkaufsmodus, zeigt aber saisonal nach oben. Und naja, gut, dann, wo habe ich hier diese Dings? Moment. Dann kommen nämlich die beiden Leute, die genau richtig sind für dieses Webinar. Hier unten dieser Indikator, der ist rot. Und wenn der rot ist, bedeutet das, es geht weiter nach unten. Jetzt machen wir nochmal den S&P. Der soll eigentlich auch saisonal festlaufen, aber der. Moment, hier haben wir es. Anhand dieses Indikators stehen wir eventuell kurz davor, dass der auch abkippt. Gut, so. Also, wer will von euch als erster dran? Ich fange geschwind an, aber nur eine kurze Gesamteinführung und dann würde ich an den Christian übergeben. Der macht dann unsere erste Hauptstrategie für heute und dann übergibt er wieder an mir. Dann mache ich noch eine Strategie und sage noch ein paar zusätzliche Dinge. Also zunächst würde ich mal übernehmen wollen. Also, zum Moderator übergehen, also übergeben an dich. Du darfst dann auch gleich weitergeben an den Christian. Ich schalte jetzt mein Mikrofon wirklich ab, weil letzte Woche hatte ich Telefonsprechstunde und da hat auch eine Dame angerufen und jeder hat mitgehört. Also, Also, ich da schalte muss ich mich. den Christian oder den 147 Teilnehmern raussuchen. Dann will ich, aber das ist nach dem Nein, Alphabet, oder? der ist in der Also Lasche das. Mitarbeiter. Ja, Teilnehmer. Ach, Mitarbeiter, ein Ja, ein Mitarbeiter. Okay. Mitarbeiter, Na, ihr wie seid doch easy ist das denn? Mitarbeiter. Sehr gut. Also, Okay. Coole annehmen Sache. bitte und los geht's. Ich wünsche euch viel Unterhaltung. Bis gleich, wenn ich wieder mal eine Frage habe. So, also ich begrüße Sie, liebe Damen und Herren, liebe Freunde des Trains, auch im Namen von Christian Schwarzkopf. Wir möchten Ihnen heute eine Einführung in das Hedging bieten. Wir möchten aber nicht nur einfach, ich sag mal, banale Hedge-Strategien bringen, sondern lassen Sie sich überraschen, da kommen wirklich sehr, sehr gute Trades bei raus. Die Kunst beim Hedgen ist die folgende. Es ist so, auch wenn wir uns jetzt gerade unterhalten haben, der eine sagt, der Markt geht nach unten demnächst oder er geht ja halt doch nicht nach unten. Wir können alle Prognosen machen, aber die Glaskugeln funktionieren letztlich dann doch relativ schlecht. Und wann der nächste Crash tatsächlich kommt, so genau weiß man es nicht vorher, man weiß es immer nur im Nachgang. Aus diesem Grund machen sich Leute Hedge-Trades, das sind also Trades, die das Portfolio schützen sollen. Mit Hedge Trades wird kein Geld per se verdient. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Markt haben, einen Aktienindex wie den S&P 500, der hochgeht, dann wird ein Hedge normalerweise kein Geld verdienen. Aber Hedges, wenn man sie falsch aufsetzt, sind sie viel, viel zu teuer und zerhauen einem eigentlich auf gut Deutsch gesagt die gesamte Performance, die man vielleicht mit seinem Aktienportfolio oder Aktienindexportfolio hätte. Und es ist auch tatsächlich so, dass selbst viele Fondsmanager, gestandene Persönlichkeiten mit bekannten Namen in ihre Portfolios irgendwelche schlechten Hedges einbauen. Das sagen wir dann auch im Verlauf was dazu, was ein guter und was ein schlechter Hedge ist. Und wir von Optionsuniversum, wir beschäftigen uns natürlich intensiv mit den Optionsmärkten und wir haben da viel, viel gescheitere Dinge herausgefunden. Und da möchten wir euch heute entsprechend einmal was präsentieren.
bevor ich anfange, müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Das wird Ihnen auch, werden Ihnen auch andere Leute, die Ihnen was über die Märkte erzählen, sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was wir hier machen, ist niemals eine Aufforderung oder zum Kauf oder Verkauf irgendwelcher Wertpapiere, sondern es ist einfach nur eine Diskussionsanregung. Denken Sie daran, dass wir über Optionen und Futures reden. Das sind gehebelte Finanzprodukte, die erhebliche Risiken haben. Die müssen Sie sehr gut verstehen, diese Risiken. Und die können einen möglichen Totalverlust beinhalten und je nach Produkt sogar über einen Totalverlust hinaus bestehen können. Dann hätten Sie eine sogenannte Nachschusspflicht. Wir hatten diesen Fall vor 2,5 Jahren mit der Wechselkursfreigabe Euro, Schweizer Franken, dass auf einmal etliche Leute tief im Minus waren, auch wenn die Behörden natürlich die Anleger schützen wollen. Denken Sie daran, Sie haben am Schluss für Ihr Risiko einzustehen, und wenn Sie ein schönes Portfolio haben und es auf Null ist, dann ist nichts gewonnen. Sie müssen also immer verstehen, in was Sie investieren. Das ist eine wichtige Hausaufgabe. Ja? Was wir hier machen, ist in dem rechtlichen Sinne auch keine offizielle Anlageberatung durch einen qualifizierten Anlageberater, sondern wenn Sie das wollen, dann müssen Sie das offiziell entsprechend machen, sondern wie gesagt, sind Diskussionsanregungen, und aufgrund des soeben Gesagten ist die Haftung oder ein Regress ausgeschlossen. Das ist nur die formale Sache. Kommen wir aber jetzt zur Agenda. Wir machen, wie gesagt, Hedge Trades, also Trades, das Portfolio, die das Portfolio entsprechend schützen sollen. Das Erste, was der Christian gleich vorstellen wird, ist ein, ich finde es ein super Trade. Ich mache den auch selber schon, und Christian macht es auch und vielleicht der eine von Ihnen in Zukunft auch. Der sogenannte Airbag-Trade, den man, wenn man ihn geschickt aufsetzt, wenn man das klug macht, und da werden wir auch ein paar Dinge dazu sagen, kriegt man den fast umsonst. Manchmal kriegt man gar vollständig umsonst. Aber dieser Trade ist in Korrekturen, wo es wirklich zählt, nämlich in mittleren oder großen Korrekturen, wie zum Beispiel Ende 2015 oder auch 2011 oder 2010, gar nicht zu reden von der sowas wie der Lehman-Krise, sind diese Hedge-Trades extrem, extrem wirkungsvoll. Dann werde ich eine Alternative vorstellen, eine relativ einfache Alternative, Debit Spreads. Debit Spreads, cleverer als Long Put, ist im Prinzip das Motto dieses Trades. Also es ist im Prinzip so, auch mit kleinem Konto ist es möglich, wenn man die Optionsmarktstruktur richtig ausnutzt. Und wir zeigen natürlich, wie das geht. Kann man für alle Kontogrößen, groß und klein, diese Spreads aufmachen. Im Prinzip ein vertikaler Put-Spread. Was das genau ist, für diejenigen, die das noch nicht wissen, werden wir natürlich erklären. Und der Vorteil bei diesem Hedge-Trade ist, dass es einer der wenigen ist, die man auch noch relativ spät aufmachen kann. Sie haben sich vielleicht auch schon mal in der Situation befunden, der Markt hat schon angefangen zu korrigieren und die Märkte wurden nervös. Vielleicht haben Sie auch Optionen oder Optionsscheine schon gekauft gehabt, und dann wissen Sie, mein Portfolio ist ungeschützt, hätte ich doch irgendwelche Puts gekauft und so weiter. Wenn der Markt erstmal anfängt zu korrigieren, sind alle Optionen relativ teuer, und dann ist das Neuaufmachen der meisten Hedge-Trades relativ schwierig. Aus dem Grund ist es auch gut, heute dieses Webinar zu halten, was wir halten, wo der Markt noch ruhig ist. Noch ist er ruhig, ist noch nichts passiert, auch wenn es die letzten 2 Wochen mal ganz, ganz bisschen nach unten ging. Aber es ist ja noch überhaupt nichts passiert. Man muss also vor dem Ereignis muss man sich bereit machen. Das tun wir also quasi heute. Aber der Debit Spread ist dennoch eine Möglichkeit, wo man noch relativ gesehen spät in diesen Trades reingehen kann. Das macht ihn relativ eine relativ gute Ergänzung. Und was man auch dazu sagen kann, diese Debit Spreads können auch für sehr kleine Konten, also ich sag mal, ab einem wirklich niedrig vierstelligen Bereich, kann man also wirklich diese Spreads tatsächlich auch noch aufmachen. Das ist also relativ schlau. Ich werde auch noch ein paar Hilfestellungen geben, zwar ungewöhnliche Indikatoren, wie erkenne ich eine Beruhigung des Marktes. Also das Problem ist ja folgendes, wir reden jetzt über Hedges, und dann macht man also diesen Hedge-Trade erfolgreich auf, und der Hedge-Trade, der Airbag-Trade bläht sich auf ihren Airbag und gewinnt richtig viel, und meine Debit-Spreads gewinnen auch richtig viel, und das ist alles super, hat gut geklappt. So, aber jetzt ist die Panik am größten. Ich weiß ja nicht, wenn ich mir jetzt mal diesen Index anschaue, ich weiß ja erst im Nachhinein, dass wir hier, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, ich weiß doch nicht, dass es hier nach oben gegangen ist. Das weiß ich doch nur jetzt, weil ich jetzt im Nachgang schlau bin. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich es doch so einfach nicht. Aufgrund des Kurses weiß ich es nicht. Ich weiß, ich kann es nur anhand von im Nachhinein wissen, oder es gibt bestimmte unkonventionelle Indikatoren, mit denen ich mich sehr gerne beschäftige, von denen ich euch einige nachher zeigen werde, wie man erkennen kann, die als Hilfestellung dazu dienen, dass der Markt jetzt vielleicht das Schlimmste überstanden hat. Gut,
Das wäre die Agenda von heute. Dann komme ich jetzt schon dazu, an den Christian zu übergeben. Er wird euch dann den Airbag Trade erklären. Dazu muss ich ihn zum Moderator ernennen. So. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch den richtigen Monitor übertrage. Jetzt müsste eine Folie zu sehen sein, wo ganz kurz ein paar Eckpunkte zu meinem Lebenslauf draufstehen. Ist das so? Das ist so. Prima, dann kann ich loslegen. Also, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christian Schwarzkopf. Ich arbeite für Optionsuniversum. Was ich vorher gemacht habe, steht hier auf der Folie. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht und Volkswirtschaft studiert und habe dann nach Abschluss des Studiums auch in einer Bank gearbeitet. Insgesamt hier 15 Jahre und ab 2006, also die letzten 5 Jahre, habe ich die Eigenhandelsabteilung geleitet dieser kleinen Privatbank und habe mich da das erste Mal mit dem Thema Optionen auseinandergesetzt, beruflich bedingt, und habe schnell festgestellt, dass Optionen ein sehr interessantes Feld ist der Geldanlage, viel, viel cleverer als ein direkter Kauf oder Verkauf von Aktien einfach nur. Und habe mich dann da sukzessive weitergebildet und 2011 war es dann soweit, dass ich gedacht habe, okay, ich scheide jetzt mal aus der Bank aus, genügend gearbeitet für andere. Ich mache das jetzt für mein Portfolio selbst. Also ich habe mich mit dem festen Ziel und Willen selbstständig gemacht, jetzt von meinen Optionsstrategien in Zukunft zu leben. Das gelingt mir seitdem auch ganz gut. Und ich bin 2015, habe ich zusammen mit meinem Kollegen Herrn Lieser hier die Firma Optionsuniversum gegründet, weil wir glauben, dass unsere Optionsstrategien es wert sind, auch weitergegeben zu werden an andere. Warum sollen andere nicht auch gutes Geld verdienen damit? Das war so unsere Idee, die dahinter steckte. Okay, das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein über mich. Der Olaf hat es gerade schon gesagt, ich möchte Ihnen heute gerne den Airbag-Trade vorstellen. Der Airbag Trade ist nichts anderes als auch Ihr Airbag in Ihrem Auto. Er ist in der meisten Zeit absolut nutzlos und wird nicht gebraucht. Und nur wenn ein Extremereignis auftritt, beim Auto ist es der Unfall, an den Märkten ist es ein Crash oder eine stärkere Korrektur, dann soll dieser Airbag uns schützen vor einem größeren Verlust, den wir erleiden mit unserem Aktienportfolio, wenn wir eins haben, oder wenn wir, wie in meinem Fall, ich habe nur Optionsstrategien, aber auch die haben nach unten gewisses Risiko, nicht ein unbegrenztes. Ja, die Optionsstrategien, die ich handle, haben ein begrenztes Risiko. Trotzdem möchte ich ungern, dass all meine Trades an den Maximalverlust laufen über Nacht. Ich brauche also einen Airbag, der mich irgendwie auffängt. Und das hat uns beide, Olaf und mich, veranlasst, uns mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen. Und wir haben intensiv gesucht und geforscht und glauben, wir haben eine sehr, sehr clevere Strategie gefunden, die ich Ihnen einfach mal an dieser Stelle vorstellen möchte. Ich denke mal, das Beste ist, an einem konkreten Beispiel zu tun. Und das möchte ich hier machen. Ich habe hier einen typischen Airbag-Trade, der hier abgebildet ist. Ja, viel ist erstmal nicht zu sehen, aber Sie sehen schon hier so ein bisschen diese Airbag-Funktion, die anspringt in dem Moment, wo der Markt nach unten geht. Ja, also konzentrieren wir uns ruhig erstmal auf dieses Bild hier. Wer von Ihnen nicht so familiär ist mit der Darstellung von Optionsstrategien, dem sei kurz erläutert, was Sie hier sehen. Hier auf der X-Achse ist abgetragen der Stand des S&P 500. Es ist in diesem Fall hier in der Mitte, wo auch dieser Punkt zu sehen ist, 2096,92. Das war der Stand, den der S&P 500 am 18.08.2015 hatte zu Börsenschluss. Und Sie sehen hier verschiedenfarbige Linien, die schwer auseinanderzuhalten sind, weil sie fast genau übereinander liegen, aber hier steht die Legende, welche Linie welchen Zeitpunkt repräsentiert. Und da diese Zeitpunkte alle so nah beieinander liegen, können wir das an dieser Stelle mal kurz vernachlässigen und einfach so tun, als sei es hier eine Linie, die nichts anderes aussagt, als dass
Sie können hier den Gewinn und Verlust Ihrer Optionsstrategie ablesen, in dem Fall, dass sich der Markt unmittelbar bewegt. Und zwar von 2096, machen wir mal ein Beispiel, er würde hier auf einen Wert von 1622 fallen. Das ist ein sehr kräftiger Crash. Das sind, wenn ich mich nicht verrechnet habe, hier fast 20%. Dann können Sie hier von der X-Achse ausgehend nach oben gehen und hier den Punkt suchen. Wo ist der hier? Weiß ich nicht. Bei plus 61.000 US-Dollar. Das wäre denn der Wert Ihres Airbag-Trades in dem Augenblick, wenn der Markt abrutscht. Wir werden gleich sehen, das ist eine sehr theoretische Zahl. Die praktische Zahl, die tatsächlich auftritt, ist viel, viel höher. Und wir werden auch uns gleich angucken, woran das liegt. Aber das ist erstmal die theoretische Annahme. Und Sie sehen das typische Charakteristikum dieses Airbag-Trades, dass nämlich, wenn der Markt steigt, das Auto fährt also ohne einen Unfall zu haben, passiert im Prinzip gar nichts. Das kann man hier schlecht ablesen. Diese Linie hier, die völlig horizontal verläuft bis in die Unendlichkeit, das ist hier abgetragen, die steht bei 2411 Dollar. Mit anderen Worten, wenn der Markt gleich bleibt oder steigt, dann passiert P&L mäßig mit Ihrem Trade relativ wenig. Die aktuelle P&L, die hier aufgelaufen ist, ist 1946. Die würde dann sogar noch ansteigen auf 2411. Ja. Und wenn der Markt fällt, dann soll hier ein Airbag entstehen. Wir werden uns gleich angucken, wie das passiert. Wenn Sie sich fragen, wie das Ganze hier aufgebaut ist, diese Art dieser Strategie, die ist aus verschiedenen Einzeltrades aufgebaut. Hier unten, ich kann Ihnen mal diese Liste zeigen, kriegen Sie keinen Schreck. Jede Zeile steht für eine einzelne Option. Aber wenn Sie das aufsetzen, müssen Sie nicht etwa hier, wie viel sind denn das überhaupt hier in dem Fall, 19 verschiedene Optionen, müssen Sie die nicht alle handeln. Wir bauen das sukzessive auf. Wir fangen an mit zwei Optionen oder gar nur mit einer und fügen die anderen denn nach und nach, wenn es passt, dazu. Sie sehen auch, dass die Optionen alle unterschiedliche Laufzeiten haben. Das kommt einfach davon, dass ich diesen Airbag-Trade sukzessive aufbaue und über eine gewisse Zeitschiene. Und natürlich ist es so, dass ich dann mit der Optionsfälligkeit auch immer mitwandern muss, sozusagen. Ja, Sie sehen, was sehen Sie noch? Wir sehen, das ist ein ganz wichtiges Merkmal, dass dieser Trade ein positives Vega hat. Ja, für alle, die sich mit Optionen noch nicht so richtig beschäftigt haben, sei an dieser Stelle einfach nur gesagt, ein positives Vega bedeutet, wenn die Volatilität steigt, gewinnt dieser Trade an Wert. Und wenn Sie mal diese Zeile hier angucken, die Ihnen die Entwicklung des Vegas zeigt, je nach Stand des Underlyings, dann sehen Sie, dass an dem aktuellen Stand des Underlyings ist das Vega bei 14. Das ist völlig unspektakulär. Das bedeutet gar nichts. Aber Sie sehen diesen explosionsartigen Anstieg, wenn tatsächlich der Markt fällt. Und das nehme ich an dieser Stelle schon mal vorweg. Das ist auch der Grund, warum der Airbag sich aufbläht. Denn der Zusammenhang ist ganz einfach. Also wir haben noch nie an den Märkten was anderes beobachten können. Wenn der Markt scharf korrigiert oder gar crasht, dann springt die Volatilität an. Und wenn Sie dann einen Trade haben, der nicht wie hier in diesem Fall Vega positiv ist, sondern Vega negativ ist, dann kommen diese Trades gehörig unter Druck, weil sie verlieren bei ansteigender Volatilität. Der Airbag-Trade dagegen gewinnt bei ansteigender Volatilität. Und dieses Vega nimmt exponentiell zu. Also mit anderen Worten, je schlimmer es läuft bei dem Crash, desto größer wird das Vega und desto mehr hilft Ihnen das weiter. Okay, gucken wir uns doch mal das Umfeld an, wie es am 18.08.2015 war. Ich habe hier einen, das ist allerdings der falsche Index, ich habe hier einen Chart aufgelegt. Hier ist der richtige vom S&P 500.
Ich isoliere mal das Jahr 2015, damit wir uns ein bisschen genauer das angucken können. Ich spreche hier über diesen Zeitraum. Das ist noch gar kein Crash, würde ich sagen, weil der Tagesverlust, der höchste Tagesverlust, den wir hier sehen können, ist von 1965 im Tief auf 1865, sind 100 Punkte, also vielleicht 6% oder sowas. So ein richtiger Crash, der muss ja über Nacht 10 oder mehr Prozent bringen. Aber wir haben so einen Salami-Crash, weil wir hier mehrere sehr, sehr schwache Tage hintereinander haben. Leider ist das auch der einzige richtige schlimme Zeitraum in den letzten Jahren. 2008, die Lehman-Krise davor, war der letzte schlimme Zeitraum. Aber ich habe mir den einfach mal rausgesucht. Und wenn man das Ganze hier noch ein bisschen auseinanderzieht, 18.8. war das, was wir eben hier als Startpunkt uns angeguckt haben. Entschuldigung, hier klingelt es gerade auf allen Kanälen. Na. So, jetzt habe ich es hingekriegt. 18.8. war der Startpunkt, habe ich natürlich mit Absicht gewählt, weil danach kam hier dieser Salami-Crash, den wir uns angucken wollen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, so eine stärkere Korrektur oder auch ein Crash geht immer Hand in Hand mit einem Anstieg der Volatilität. Für den S&P gibt es einen Volatilitätsindex, der heißt VIX, der misst die Volatilität. Und wenn wir uns diesen VIX mal angucken, auch im Jahr 2015, dann sehen wir, wenn wir auf den 18.8. gehen, hier war er noch auf Normalniveau und dann die nächsten schwachen Tage führen hier zu diesem explosionsartigen Anstieg des VIX hier. Das ist der Hochpunkt am 24.8. Ja. Also das können wir mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns diese Entwicklung des Airbag-Trades jetzt einfach mal angucken, die nächsten Tage. Ich klicke jetzt hier die nächsten Tage einfach mal durch. Immer wenn ich hier auf diese Schaltfläche plus 1 gehe, dann wird ein Tag vorgespult sozusagen. Es dauert einen Augenblick, weil die Datenmenge, die dahinter liegt, ist relativ groß, aber wir haben es gleich. Am 19.8. ist ja noch nicht viel passiert. Nicht? Der Markt ist ein bisschen abgerutscht. Es ist sowohl P&L-mäßig, auch so die aktuelle P&L können Sie entweder hier ablesen, 1852 oder auch hier unten 1852. Ist so P&L-mäßig nicht viel passiert. Am nächsten Tag, wo der Markt schon ein bisschen kräftiger anfängt zu rutschen, gucken wir mal, was da mit dem Trade passiert ist. Auch noch nichts. Wir haben sogar einen Tick verloren. Das ist noch alles ganz normal und im grünen Bereich. So, aber jetzt geht es richtig los, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, jetzt geht es los am 21.8. Wir können uns ja noch mal hier kurz das in Erinnerung rufen. 21.8. ist das dieser Tag, wo hier der VIX schon ein bisschen stärker ansteigt. Ne? Also der erste richtig schwache Tag, will ich mal sagen, an dieser Stelle. Und Sie sehen, wie unsere P&L hier anspringt auf ein Niveau von 15.000 Dollar. Wenn ich gehe noch mal einen Tag zurück, weil ich Ihnen was zeigen will. Wir merken uns mal, der Markt ist bei 1.970 an diesem ersten schwachen Tag. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, also noch mal zum 20.8. Zum 20. Da sah das ja so aus. Ne? 2035, der Markt ist noch ein bisschen höher. Und jetzt mache ich mal die Skalierung ein bisschen kleiner, weil ich Ihnen zeigen möchte, diese Airbag-Funktion. Wenn ich hier diese Linie entlang gehe und ungefähr den Punkt suche, wo der Markt bei 1970 ist, dann ist das irgendwo hier. Ja. Irgendwo hier, auch das kann ich noch mal ein bisschen größer, glaube ich, machen, 1970.
Das ist schon zu weit. Na. Nee, ich wollte hier lang, genau, 1996, suchen wir ruhig mal 1970, das ist zu weit, hier ungefähr, ja, das ist der Punkt 1969 und ich kann da ablesen, den Wert meiner Optionsstrategie, er wird hier berechnet, der theoretische Wert mit 4431 und jetzt gehe ich mal tatsächlich zum 21.8., wo der Markt ja bei 1970 tatsächlich ist. Na, will er nicht? Nochmal. Warum will er denn nicht? 21.8. So, und wir sehen das, was wir eben schon gesehen haben, wir sind bei 15.000 und nicht bei den prognostizierten 4.000. Woran liegt das? Ich hatte es ja vorhin schon mal vorweggenommen, es ist natürlich das Vega. Diese prognostizierte T+0-Linie, die wir gesehen haben, die viel flacher war, die geht immer davon aus, dass die Volatilität unverändert bleibt. Und wenn wir aber so abrutschen, wie wir es eben am 21.8. getan haben, dann steigt die Volatilität. Und dann verläuft unsere T+0-Linie viel, viel höher als vorhergesagt. Sie sehen auch hier, was mit dem Vega passiert ist. 1670, erinnern Sie sich, der Ausgangspunkt war 14. Das Vega ist explodiert und also was ich sagen will ist, wenn der Markt stark zurückkommt, dann helfen uns drei Dinge in diesem Trade. Erstens, wir haben ein negatives Delta. Das bedeutet, wenn der Markt um einen Punkt zurückgeht, gewinnt meine Strategie rechnerisch 119 Dollar. Zweitens, wir haben ein positives Vega, wenn die Volatilität um 1% steigt, gewinne ich theoretisch 1670 Dollar pro Punkt Volatilitätsanstieg. Und drittens, wir haben auch ein positives VOMA. Das VOMA misst die Veränderung des Vegas. Je stärker der Markt fällt, desto stärker wird das Vega, wie Sie hier sehen. Ja, es nimmt immer weiter zu. Und deshalb, je stärker es wird, desto steiler wird dann auch meine T+0-Linie. Ja, das sind die Effekte, die uns bei diesem Trade weiterhelfen und tatsächlich die P&L explodieren lassen. Ich mache mal wieder die Skalierung ein bisschen kleiner, damit wir den Trade genauer beobachten können. Das ist auch hier wieder gerechnet mit einer unveränderten Volatilität, wie es hier weitergeht. Und Sie ahnen schon, hier am nächsten Tag explodiert ja die Volatilität richtig. Sie können sich schon mal vorstellen, was mit unserem Trade tatsächlich passiert. Er sieht so aus. Er sieht ein bisschen verändert aus. Das liegt daran, dass ich an diesem Tag eingegriffen habe. Sie sehen das, dass ich hier viel weniger Trades da drin habe. Ich zeige Ihnen mal, wie die Position aussah vor dem Eingriff, nämlich so. Wir sind hier weiter hochgeklettert. Das Vega ist erwartungsgemäß weiter gestiegen wegen des positiven Wommers. Auch das Delta wird negativer und das beschleunigt unseren Airbag. Das lässt ihn also dadurch wird er aufgeblasen und Sie sehen jetzt selbst, der Trade ist aktuell 52.000 Dollar im Plus. Ja, wenn man überlegt, wie flach das Ganze aussah, als der Markt noch ruhig war, kann man kaum glauben, dass es so ist, aber es ist tatsächlich so, es ist wegen der ansteigenden Volatilität ganz einfach. Wir sehen jetzt aber auch eine andere Sache, wenn
der Markt sich wieder beruhigen sollte, dann falle ich genauso schnell wieder zurück, wie ich hier angestiegen bin. Deshalb muss ich an diesem Punkt oder irgendwann, und ich glaube, dieser Punkt ist ein guter Punkt, um darüber nachzudenken, überlegen, was ich jetzt mache. Ich habe ja auf der anderen Seite entweder ein Aktienportfolio, was jetzt deutlich im Minus sein wird, oder ich habe andere normale Optionstrades, Butterfly-Strategien oder andere Income-Strategien, die auch im Minus sind. Und wenn ich diese Löcher stopfen möchte, dann sollte ich hier an dieser Stelle den Gewinn aus dem Airbag-Trade realisieren und ihn benutzen, um eben meine anderen Löcher aufzufüllen. Und ich habe das einfach mal simuliert an diesem Tag, dass ich das gemacht hätte. Ich habe nämlich dann den Gewinn mitgenommen und habe sofort einen neuen Airbag aufgesetzt, der mich schützt, wenn der Markt weiter fällt. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, dass diese Gewinnmitnahme, hier ist übrigens die Summe, die ich mitgenommen habe, 52.497, führt natürlich dazu, dass ich quasi das Ganze resette. Ich habe ja hier einen sehr, sehr steilen Anstieg im Falle, dass der Markt weiterfällt, da bedingt durch ein sehr hohes Delta und ein sehr hohes Vega. Und wenn ich das Ganze resette, dann senke ich natürlich wieder das Delta und das Vega ab. Aber auch 440 ist ja noch eine Hausnummer. Wenn der Markt weiter fällt, dann würde auch dieser Airbag sich noch weiter aufblähen. Nicht so in dem Maße, wie er es täte, wenn ich diese Adjustierung nicht vorgenommen hätte. Aber ich rate trotzdem dazu, denn Sie wissen ja nicht, wie es weitergeht. Und ich will ja nicht mit diesem Trade reich werden. Er soll einfach nur mir die Verluste aus meinem Aktien- oder Optionsportfolio irgendwie wieder auffüllen. Und deshalb gibt es Punkte, die ich definiert habe, an denen ich die Gewinne mitnehme. Und genau das habe ich hier simuliert. So, kurze Frage von mir. Ja. Ich stell mich jetzt mal doof. Ja. Mit welchen Laufzeiten macht man das? Ja. Also die empfohlene Laufzeit ist, wenn Sie hier neue Legs dazufügen, ist 90 bis 120 Tage. Hängt immer ein bisschen davon ab, wie gerade der Skew ist und die aktuellen Optionspreise. In unserem Webinar, was wir im September halten werden, da haben wir viel mehr Zeit, da werden wir intensiver darauf eingehen, welche Laufzeiten ideal sind, ja. Zweite Frage, das heißt, du hast jetzt über Monate oder Wochen und Monate diesen ganzen Trades aufgebaut zu dem Zeitpunkt, dass es knallt. Als es geknallt hast, hast du dann gesagt, jetzt tue ich die alle glatt stellen. Ja. Und jetzt hast du hier zwei Trades offen, Put. Ja. So, da sehe ich aber, dass du ein Put mit höherer Basis Short bist und mit tieferer Basis Long. Was bedeutet das? Normal machst du es ja umgekehrt. Ja. Das bedeutet, das ist auch ein Ratio-Spread. Ich habe ja auch unterschiedliche Anzahl von Puts. Ich habe hier 90 Long-Optionen drin und 60 Short-Optionen. Mhm. Und die Long-Optionen, da sie eine tiefere Basis haben, waren im Einkauf, das sieht man hier, billiger als die Short-Optionen. Mhm. Also was ich mache, ich brauche die Long-Optionen, die schützen mich nämlich in dem Falle des Crashs. Und ich finanziere sie durch den Verkauf von teureren Put-Optionen. Ja, das ist der Hintergrund. Und der Witz an der Sache ist, es gibt genügend Situationen, wo ich das hinkriege, dass der Credit, den ich für meine 60 Shorts kriege, den Debit aufwiegt, den ich für meine 90 Puts zu zahlen habe. Das sind genau die Situationen, von denen wir sprechen, wenn wir sagen, der Trade ist umsonst. Mhm. Denn dann ist das tatsächlich. Ja? Gut, also ich habe mich jetzt immer doof gestellt. Jetzt andere Frage, wenn der schlimmste Fall jetzt eintritt und es geht bis 1.000, dann bedeutet ja, der 1.025er läuft ins Geld und bleibt auch im Geld. Was ist dann diese Option wert? 2,8 oder 25 oder
Na, wenn es bis 1000 geht, kommt natürlich darauf an, zu welchem Zeitpunkt. Ja, die Sache ist ja, dass wenn die hier noch, die haben ja noch eine relativ lange Laufzeit, 20.11.2015. Deshalb haben sie natürlich einen hohen Zeitwert noch. Also wenn der Markt jetzt auf 1000 fällt, dann wird dieser 1000er Put natürlich explodieren. Er wird dann natürlich, wenn der 20.11. näher rückt, wird dann der Zeitwert wird abschmelzen und er wird dann tatsächlich auf Null gehen. Irgendwann ist nämlich aus diesem Grund, weil genau das eintritt, habe ich in der Regel verschiedene Fälligkeiten, weil wenn die hier beide wertlos verfallen, kommen die nächsten Fälligkeiten, die mich dann schützen, wenn der Markt so weit fällt. Auch an diesem Punkt, wo ich hier bin, fange ich sofort wieder an, weitere Fälligkeiten aufzubauen, um nämlich genau diesen Effekt zu erreichen. Das ist wie ein Rollieren des Portfolios, fällt irgendwas wertlos raus und es rückt was nach, ja? Gut, ich So bin ist die zufrieden. Idee. Das waren jetzt meine Fragen. Aber gute Fragen, danke dir, Thomas, dafür. Dieser Airbag-Trade, das muss man nämlich sagen, ist was, womit ich permanent im Markt bin. Und alles, was rausfliegt, ersetze ich wieder durch neue Trades, damit ich permanent diesen Schutz habe, ja? Okay. Nächsten Tag, wenn wir uns nochmal hier den Chart angucken, das ist jetzt in dem Fall der WIX. Nächsten Tag, der S&P ist noch ein bisschen runtergegangen, aber die Volatilität beruhigt sich schon in dem am 25.8. Ja, also eine Divergenz. Der S&P fällt weiter, die Volatilität beruhigt sich. Es ist oftmals, aber das ist nur eine kleine Nebenbemerkung, ist oftmals ein Zeichen dafür, dass der Abwärtsdrift vielleicht vorbei ist. Nächsten Tag. Der Markt fällt, die Volatilität beruhigt sich. Sie ahnen, es passiert nicht viel in meinem Hedge-Trade hier. Ich bleibe hier ungefähr auf dem Niveau, wo ich war. Sie sehen also ein paar hundert Euro, Dollar weniger. Also kein Problem. Wenn der Markt von hier aus wieder anfängt zu steigen, dann laufe ich maximal auf dieser Linie lang. Die liegt bei 47.000 Dollar. Das ist das, was nicht unterschritten werden kann. Ich habe also den Gewinn, wie ich schon gesagt habe, den ich hier rausgezogen habe, den habe ich zu einem Großteil auch tatsächlich gesichert. Das ist unser berühmter Airbag-Trade, mit dem wir beide sehr, sehr zufrieden sind, den wir auch ständig aufsetzen. Leider reicht die Zeit, die wir hier heute haben, nicht aus, um auf alle Details einzugehen. Deshalb haben wir diese Webinarreihe jetzt im September. Da werden wir genau zeigen, wie wir diese Trades aufsetzen, wie wir sie verwalten und wie wir sie auch so aufsetzen, dass sie effektiv unser Portfolio schützen. So, hier sind zwei Fragen, Ja. die du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen hast. Du kannst nämlich die Fragen selbst zählen. Nimmt der Market Maker in solchen Situationen den Handel an? Also, wenn Ja, du na die, der klar. meint bestimmt, wenn du die zurückkaufst oder Aber klarstellst, klar, ja. aber klar. Aber So. selbstverständlich, ja. So, der nächste ist, wie hoch wäre die Initial Margin, die man aufbringen müsste für diesen gestaffelten Sehr gute Komplett-Trade? Frage. Sehr, sehr gute Frage. Das habe ich nämlich vergessen zu erwähnen. Sie müssen unterscheiden, ob Sie Portfolio Margin haben oder Reg-T Margin. Für große Konten mit Portfolio Margin beträgt die Initial Margin kaum etwas. Ja, das sind wenige 100 oder maximal 1000 Dollar, die Sie dafür hinblättern müssen. Die Art und Weise, wie Portfolio Margin berechnet wird, ist ja ungefähr die folgende. Es wird ein Crash angenommen von dem Markt. Also manche Broker rechnen mit -12%, andere IB mit ein bisschen mehr, zusammen noch mit einem Volatilitätsanstieg. Und was passiert dann? Naja, man läuft hier diese T+0-Linie lang und Sie sehen, dabei entsteht kein Verlust. Und das ist der Grund, warum Ihnen der Broker bei Portfolio Margin wirklich kaum was belastet dafür. Wenn Sie ein kleineres Konto haben mit Reg-T, dann wird immer der Verlauf der Expiration-Linie genommen, der für uns überhaupt gar keine Rolle spielt. Und um dem zu entgehen, werden wir in dem Webinar auch Strategien für kleinere Konten zeigen. Die Idee ist einfach auszuweichen und nicht den S&P zu nehmen, sondern Future-Optionen wie zum Beispiel die E-Mini-Optionen, die ja nach Span-Margin-Gesichtspunkten
reguliert werden. Und Span Margin ist ungefähr so ähnlich wie Portfolio Margin. Auch dort wird unterstellt, es gibt einen Crash und dann wird geguckt, wie ist der Verlust danach. Und deshalb können Sie auch mit kleineren Konten diesen Airbag Trade handeln, wenn Sie dann auf Future Optionen statt auf den S&P gehen. Ja. Zweite Frage, Thomas, oder soll ich selbst reingucken? Also, nächste Frage, was ist ein kleines Konto? 5.000, 10.000, 20.000? Also, ein kleines Konto ist sowas, 5.000, 10.000, 20.000, sowas in dem Dreh. Es gibt hier kein Konto, was zu klein dafür ist. Mhm. Wenn man unter Margin-Gesichtspunkten von kleinen Konten spricht, dann ist es eigentlich alles, was kleiner 100.000 ist, dann gibt es nämlich keine Portfolio-Margin. So, und jetzt sagt noch einer, wäre es statt ständig Optionen umzuschichten, um im Markt zu bleiben, nicht besser, wenn man gleich langlaufende Leaps erwirbt? Nein, weil langlaufende Leaps, die kosten einfach zu viel. Wir müssen irgendwie die Balance finden zwischen dem Preis einer Option und der idealen Laufzeit. Und die ist so in dem Bereich 90, 120 Tage. Es muss auch nicht ständig umgeschichtet werden. In der Regel, wenn der Markt ruhig verläuft, passe ich überhaupt nichts an. Ich lasse die Optionen, wo der Fälligkeitszeitpunkt kommt, lasse ich einfach wertlos verfallen. Die sind dann alle wertlos und ich fülle einfach nur auf. Ich gehe neue Positionen ein. Mhm. So, und jetzt die wichtigste Frage. Wie oft legst du bei diesen Short-Long-Kombinationen drauf? Das heißt, wie oft schaffst du es nicht, mehr einzunehmen, als du ausgibst? Ganz selten, weil wir nämlich, das werde ich in dem Webinar, in der Webinarreihe ausführlich zeigen, weil wir nämlich Taktiken haben, wie wir in den Markt gehen, damit das nicht geschieht. Ja, mhm. Die Idee ist einfach, zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Shorts und die Longs einzugehen. Und wir werden zeigen, dass das nicht bedeutet, dass Sie in der Zwischenzeit, wo Sie die Longs noch nicht im Portfolio haben, haben Sie trotzdem in dem Augenblick kein größeres Risiko. Der Airbag-Schutz ist dann noch nicht so gut, wie er ist, wenn ich ein ausbalanciertes Optionsportfolio habe. Aber ich habe auf jeden Fall nicht das Risiko, dass ich aus diesem Airbag-Trade Verluste mache, wenn ich die Longs noch nicht habe. Ja, das werden wir zeigen, wie man das hinkriegt. So, kann man auch direkt den VXX Long gehen? Der schichtet automatisch um mit den bekannten Effekten wie dauernde Rollverluste. Ja, das ist der bekannte Effekt, der am Ende wird Ihnen wird die ganze Performance dadurch aufgefressen. Also das ist alles andere als ein cleverer Hedge Trade. Da müssten Sie nämlich ganz genau den Zeitpunkt finden, wenn der Markt crasht. Wenn ich weiß, er crasht morgen, dann ist das eine super Strategie, wo ich eine Menge Geld verdiene. Aber wenn wir eine Phase haben, wo der Markt jahrelang ruhig ist, dann verliere ich mit dem VXX Long Haus und Hof. Ja, also das ist eine der schlechtesten Hedge Trades, die ich permanent im Depot haben kann. Da hat übrigens der Olaf Liese ein Webinar gehalten bei Termintrader und hat darauf eine Optionsstrategie aufgebaut, um von diesen Rolleffekten Geld rauszuziehen aus dem Markt. Also könnt ihr euch noch bei Termintrader in YouTube ein Webinar von Olaf Liese anschauen. Da wird genau das nämlich erklärt und eine Strategie gezeigt. Genau. Genau, die ist genau anders. Achso, Olaf, sag du das. Ja, genau. Wir sagen alle das Gleiche. Also die Gegenposition ist im Prinzip das, was man traden sollte, nämlich die Abwärtsdrift zu handeln und nicht VXX Long zu gehen. Also VXX als Hedge ist relativ dumm, auf gut Deutsch gesagt. Ja, genau. Mhm. So, und jetzt muss ich nochmal was sagen. Der Christian und der Olaf auch haben hier diese schöne Excel-Datei. Die habe ich jetzt mal für Traders getestet. Die ist klasse, die hat nämlich einen Anschluss an Interactive Broker und funktioniert gut. Also kann ich nur empfehlen, das Ding. Wer also das Traders Magazin abonniert hat, im nächsten Heft, in der Oktoberausgabe, ist da ein Review von mir drin. So, jetzt bin ich wieder fertig. Gut.
Ich bin eigentlich auch fertig mit dem Airbag-Tritt und würde dann wieder an Olaf übergeben. Gut, sehr schön. Was muss ich dazu machen? Ich suche dich unter Mich, Mitarbeiter. genau, und mich zum Moderator ernennen. Na, das kriege ich hin. So, es ist mein Bildschirm zu sehen schon? Ja. Gut. Ihr seht jetzt die Website. Ich habe das jetzt gerade mal noch eingefügt. Das ist unsere Optionsuniversum-Webseite. Warum mache ich das? Das ist unser kostenloser Newsletter. Wir haben nämlich jetzt kurz über Margin geredet. Es sind schon ein paar Begriffe gefallen. Drei Begriffe sind gefallen. RegT, Span und Portfolio Margin. Das ist jetzt, ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Zuhörer weiß gar nicht so recht, um was es eigentlich geht. Jetzt sage ich euch Folgendes: Ich habe mir wirklich Mühe gemacht, zum Jahresanfang in drei Folgen, dem Newsletter Nummer 1, Nummer 3 und Nummer 5 von diesem Jahr, habe ich in drei Teilen beschrieben, wie Margin funktioniert, habe das eigentlich ordentlich recherchiert. Und das könnt ihr euch dort entsprechend durchlesen. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Fragestellung. Man muss Margin und Risiko unterscheiden. Und wenn man solche Hedge-Trades aufmacht und auch die Ratio-Spreads, also was der Christian gezeigt hat, ist also fachlich ein Ratio-Backspread, um das genau zu sagen, da muss man dann schon genau wissen, wie das sich mit der Margin verhält. Und es hat nun mal nicht jeder ein Konto von 100.000 oder auch nur ein Konto von 10.000, und man muss halt genau wissen, wie diese Dinge entsprechend funktionieren. Also das könnt ihr euch mal irgendwann durchlesen. Es kostet nichts, bleibt unbegrenzt, zeitlich unbegrenzt verfügbar auf der Webseite, auf unserer Webseite optionsuniversum.de, ne, zu Margin. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und jetzt komme ich dann zur nächsten Strategie, die ich vorstellen möchte. Heute, das ist jetzt, Christian hat im Prinzip relativ große Zahlen hier gezeigt. Trades für, es ist tatsächlich so, wenn man ein Portfolio Margin hat, also Portfolio Margin heißt, wer ein Konto, das sechsstellig ist, hat, der bekommt, weil das Risiko durch bessere Streuung kleiner ist, bessere Margin-Privilegien einräumen, dann kann man diverse Trades dann einfach besser machen. Das ist halt einfach so, und man kann mit Futures-Optionen einiges andere auch machen, mit kleinerem Konto, aber es gibt halt auch einfach bestimmt viele von Ihnen, die vielleicht ein Konto haben, das nur niedrig vierstellig ist, sagen wir mal 1.000, 2.000, 3.000 US-Dollar oder Euro, und ich möchte euch eine andere, ganz andere Hedge-Strategie heute vorstellen, die auch eine sehr gute Ergänzung ist und die ich auch regelmäßig am Laufen habe. Bei dieser Strategie ist es normalerweise nicht möglich, dass man sie kostenlos kriegt, aber sie hat dafür einige andere Vorteile und ist auf jeden Fall immer noch viel, viel, viel cleverer als einfach irgendwelche Longputs, Leadputs oder sonst irgendwas entsprechend zu kaufen. Jetzt tue ich mal mein Bild auch noch geschwind auflegen. Also das ist nicht mehr ganz akkurat. Die Haarfrisur stimmt nicht. Ansonsten bin ich höchstpersönlich. Und ich bin Diplom-Ingenieur, bin 51, wohne im Großraum München, habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, habe sehr viel in der Wissenschaft gearbeitet, habe vom Windkanal bis zu numerischen Berechnungen, von strömungsmechanischen Prozessen alles Mögliche gemacht und bin an den Optionsmärkten seit 11 Jahren, habe mit Eurex, an der Eurex angefangen, habe nochmal Lehrgang gemacht und so weiter und bin jetzt aber nur noch, wie der Christian eigentlich auch, wir sind eigentlich nur in US-Märkten, in den US-Optionsmärkten tätig. Warum machen wir das? Warum nehmen wir die US-Märkte? Weil sie einfach viel liquider sind. Und auch noch als Ergänzung zu einer Frage, die gestellt wurde. Wenn ich denn, die Frage lautete ja so etwa, wenn ich denn nun zumachen möchte, wenn der Markt unruhig ist und ich möchte mein Hedge tatsächlich zumachen, nimmt der Market Maker das Anfragezeichen? Hat Christian das ganz klar bejaht? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der ein oder andere von euch ist bis jetzt nur mit Zertifikaten, Optionsscheinchen, CFDs und dergleichen mehr unterwegs, wo ihr auf Gedeih und Verderb irgendwelchen solchen Emittenten ausgeliefert sind. Und die gehen nämlich schön in Deckung und lassen euch als Kunden das Risiko vollends ausbaden und nehmen euch eure Position eben nicht mehr ab, während das, was wir handeln, richtige marktöffentliche, börsenöffentlich gehandelte, standardisierte Optionskontrakte, die handeln eigentlich jederzeit, speziell die S&P 500 E-Mini-Futures-Optionen, die der Christian auch schon erwähnt hat, die laufen wie ein
wie ein Uhrwerk laufen die durch, auch als es einen Brexit gab oder an diesem August 2015. Das ist überhaupt kein Problem. Die Märkte haben eigentlich ganz normal durchgehandelt. Richtige Marktaussetzer längerer Zeit gab es eigentlich nur zum Beispiel 11. September 2001, aber das sind große, große Ausnahmen. Selbst 2008 haben die Märkte einmal frei durchgehandelt. Deswegen in diesen Produkten eigentlich unterwegs zu sein, ist eigentlich für uns, gibt es da keine Alternative. Das sind auf jeden Fall die wesentlich besseren Produkte. So, dann komme ich jetzt zu. Einzig, wenn Optionen total tief im Geld sind, dann wird der Spread öfters mal von den Market Makers oder von den Computern etwas erhöht. Aber richtig, man kommt stimmt, immer raus, muss man auch erwähnen. Richtig. Ja. Das ist richtig. Und man sollte auch dazu sagen, ich habe das jetzt ein bisschen verallgemeinert gesagt, wir sind auch, ich nenne es mal Volatilitätsfreaks oder Fetischisten oder nennt es, wie ihr wollt. Christian und ich sind sehr, sehr wählerisch, welche Basiswerte wir denn handeln. Nur die, wo wirklich zuverlässig dauerhafte Liquidität entsprechend vorhanden ist. Und dazu gehören auf jeden Fall die US-Leitindizes plus sämtliche Optionen gehören auf jeden Fall da dazu. Das sind aus diesem Grund unsere Lieblingsmärkte. So, dann komme ich jetzt zur nächsten Strategie, Index Debit Spreads. Das ist im Prinzip ganz einfach und diejenigen, die von euch schon mal ein bisschen was von Optionen gehört haben, die werden auch davon vielleicht schon gehört haben. Vertikale Spreads, ganz banal, aber ich zeige euch halt einen Weg, wie man das mit Indexoptionen ganz besonders gut machen kann oder auch mit den ETF auf Indizes, zum Beispiel der SPY oder auch andere ETFs. Dadurch ist es nämlich möglich, das mit wirklich kleinem Konto zu machen. Ich zeige euch dann entsprechend Beispiele. Was ist gut an diesem Spread gegenüber Long Put? Dass wir wesentlich geringeren Zeitwertverfall haben. Wir nutzen die Optionsmarktstruktur aus, indem wir nämlich vergleichsweise klein oder relativ kleinere implizite Volatilität kaufen, als wir verkaufen. Das ist von Vorteil. Und das ist wirklich auch ein großes Plus von diesem Trade. Man kann diesen Hedge auch noch relativ spät aufsetzen. Und kann man natürlich immer argumentieren, wer vorausschauen, wer immer vorausschauen agiert, der hat doch so ein Problem sowieso nie. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal sitzt man halt doch da und man hat ist halt doch vielleicht ein bisschen zu ungeschützt, weil man zu wenig aufgesetzt hat oder das Delta von seinem Portfolio in Optionssprech, das Delta heißt, ein positives Delta heißt, wir sind bullig im Aktienmarkt und das, wenn das Delta zu groß ist und der Markt halt crasht, dann verliert halt unser Portfolio halt entsprechend. Und wenn wir zu wenig schöne Airbag-Trades oder sonstige Hedges aufgesetzt haben, dann ist dieser Debit-Spread noch relativ spät aufsetzbar. Zu akzeptablen Konditionen, sagt man dazu. Sondern man kann immer Trades aufsetzen, aber wenn Optionen zu teuer sind, bringt es halt relativ wenig. Und ein Hauptvorteil ist jetzt hier, wir haben eine kleine Marge und einen definierten maximalen Verlust beim Debit, wie immer beim Debit oder beim vertikalen Spread. Kleine Marge heißt, man kann das wirklich mit einem kleinen Konto handeln und egal was passiert, auch wenn der Markt wochenlang aussetzt, was er noch nie gemacht hat, aber wenn das mal, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, weil es in der Zukunft liegt, ich weiß ja nicht, was passiert. Hier sind wir absolut sattelfest, da kann nichts, wir können nie mehr als den maximalen Verlust verlieren und der ist in dem Fall relativ klein. Wie funktioniert die ganze Chose? Ganz einfach, ein vertikaler Spread. Wir kaufen einen Put, der aus dem Geld ist, Laufzeit 6 Wochen etwa, und wir verkaufen einen Put, der etwas weiter aus dem Geld ist. Ich zeige euch das mal geschwind. Jetzt fällt mir ein, meine Zeichenmaschine läuft noch nicht. Schauen wir mal, ob ich die noch geschwind noch anmache. Und ich möchte euch einfach auf dem Chart zeigen, ganz einfach, schematisch quasi, wie die ganze Sache funktioniert. So, das ist jetzt der Index hier, S&P 500. Und wenn ich jetzt hier, jetzt müssen wir gerade mal Escape drücken und mal den Chart bis ans Ende schieben. Und wenn ich jetzt hier so ein Trade aufsetzen wollte, Put aus dem Geld kaufen, heißt hier unterhalb mit so einem Strike zum Beispiel einen Put kaufen und einen Put, der tiefer liegt, verkaufen. Ja, das ist ein ganz normaler vertikaler Spread und der ist soweit nichts Besonderes, aber für Indizes, wenn man die richtig aufsetzt, in einem richtigen Abstand, dann sind das sehr, sehr schlaue Trades. Das möchte ich euch jetzt gleich mal zeigen, was dabei entsprechend herauskommt. Ganz kleinen Moment.
Genau, ich habe jetzt ein Beispiel euch, das habe ich glaube ich auch so gebastelt. Ich habe auch so ein Excel-Sheet, so ähnlich wie dem Christian seins, so ein Gewinn- und Verlustprofil-Sheet oder GOV-Sheet, wo man eigentlich das eigentlich auch entsprechend auch so ein Profil sehen kann. Das sieht ein bisschen anders aus, aber ich zeige euch genau, worauf wir hinaus wollen. Wir haben zum Beispiel einen SPY-Kurs. Also SPY ist, wie gesagt, der marktbreiteste ETF überhaupt auf der Welt, praktisch in der Realität, auf den S&P 500. Der Kurs sei bei 244. Das ist, glaube ich, ungefähr der Schlusskurs des letzten Handelstages gewesen. So, und wenn ich jetzt so einen Debit-Spread einfach aufsetze, wir haben einen Abstand der Strikes von 5 Punkten. 238 minus 283 sind 5. Da kann man leicht im Kopf rechnen. Ich gebe hierfür nur ein relativ kleines Geld aus, 77 Cent. Warum nicht mehr und warum nicht weniger? Das hat bestimmte Gründe. Ich will jetzt auch hier nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das sprengt auch jeden Rahmen. Wir haben ja auch schon einiges an Zeit verbraucht, aber das werden wir natürlich auch genau im Webinar erklären. Ich habe so meine Goldilocks Konfigurationen, also quasi das nicht zu groß und nicht zu klein, wo man diese Spreads entsprechend aufsetzen kann. Und so setzen wir praktisch diesen vertikalen Spread auf. Der kostet also nur einen Bruchteil des Strike-Abstandes. Das sieht in einem Excel-Sheet sieht das so aus. Genau, das ist jetzt schon, das sind schon die E-Minis, aber ich zeige euch mal den SPY, weil ich mit dem habe ich angefangen, von dem habe ich angefangen zu erzählen. Halt, das ist der falsche. Das ist noch nicht richtig. Das muss man mal gerade zurücksetzen. Ganz klar, Moment. Geht sofort los. Müsste dieses Kügelchen nach unten wandern, das tut es auch. So wird also dieser Trade aufgesetzt. Man sieht also, ich habe eine eingenommene Prämie. Ich kann bei diesem Spread nie mehr verlieren als die eigene Prämie, aber ich kann natürlich entsprechend viel mehr gewinnen. So weit, so normal. Das ist über alles überhaupt nichts Besonderes. Aber jetzt das Entscheidende ist, wie gehe ich mit diesem Spread um? Meine Absicht ist es grundsätzlich nicht, diesen Spread bis Verfall zu halten, sondern ich mache es so, dass ich diesen Spread so lange halte, bis er ins Geld geht. Was bedeutet das? Wenn der Markt, der sich jetzt hier befindet, fällt, dann ist zum Beispiel jetzt dieser Long Put ist im Geld und der Short Put ist gerade noch nicht im Geld oder läuft auch ans Geld und dann ist ein guter Moment, um glatt zu stellen beispielsweise. Oder hier auf dem Chart betrachtet, wäre es natürlich so, ich habe jetzt hier irgendwo meine Strikes und wenn jetzt der Markt entsprechend nach unten geht, wie er das zum Beispiel hier gemacht hat, dann geht dieser Spread ins Geld und dann wird er entsprechend glattgestellt und das, was man dann machen kann, ich kann dann sofort wieder einen neuen Debit-Spread aufmachen. Ich kann sofort wieder einen neuen Debit-Spread aufmachen. Ich spekuliere nicht auf den Maximalgewinn meines Debit-Spreads, sondern bei Korrekturen kommt es dann auch schlussendlich darauf an, zügig zu reagieren, hat auch Christian schon gesagt, er stellt konsequent zu einem bestimmten Zeitpunkt Gewinne glatt und macht gegebenenfalls einen neuen Hedge-Trade auf, aber die Idee ist, und das gilt auch hier, dass für diesen Hedge-Trade oder mit dem neuen Hedge-Trade kann ich nicht mehr so viel verlieren, wie ich mit dem alten gewonnen habe. Ich habe also in der Realität Gewinne realisiert und kann entsprechend damit vielleicht Verluste von meinem Aktienportfolio entsprechend stopfen. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, ich auch mal vergleichen mit dem Long Put. Viele von euch kaufen Puts oder Puts-Optionsscheine. Ich weiß es genau, ob es zugibt oder nicht. Sage jetzt einfach mal, viele machen das. Ja, ich meine, so habe ich auch angefangen, so haben viele angefangen. Fakt ist aber, wenn man einfach Puts kauft, dann ist das relativ, es ist unwirtschaftlich und schlecht. Selbst gestandene Fondsmanager kaufen einfach Long Puts, aber es taugt im Prinzip gar nichts. Ich möchte euch auf eine Kenngröße hinweisen. Man sieht, ihr seht hier, wie die Linien weit auseinander liegen. Das bedeutet, wenn jetzt Zeit verstreicht, hier sind die verschiedenen Kalendertage, wenn Zeit verstreicht, dann gerät die und der Markt sich eben nicht nach unten bewegt, dann gerät die Position relativ deutlich ins Minus. So ein einfacher Long Put, das ist halt relativ unwirtschaftlich. Also dieses Bild ist einfach von einem Long Put und das ist halt relativ unwirtschaftlich. Ja? Während, wenn ich jetzt
meinen Putzbrett betrachte, da liegen die Linien eng zusammen. Und wenn ich jetzt Zeit verstreichen lasse, dann sind die Verluste kleiner. Ich habe es auch mal simuliert. Also hier ist jetzt der, der einfache Long Put. Wenn ich da jetzt Zeit verstreichen lasse, einen Monat, verliert er im Prinzip über 200 Dollar. Und dieser hier verliert weniger als die Hälfte. Der verliert nur 80 Dollar, also deutlich, deutlich weniger. Ich muss ganz klar sagen, ein Debit Spread dieser Art kann nicht umsonst sein. Aber er ist, wenn man spät dran ist, ist er eine gute Alternative. Und für kleine Konten ist er halt auch eine sehr gute Alternative. Also ich mach diesen großen Spread auch auf, aber die kleinen mache ich auch ganz gerne auf. Denn der Vorteil ist folgender. Der Airbag-Trade ist im Prinzip nur für den Unfall. Christian hat gesagt, es muss ein Unfall passieren oder es wird ein Unfall passieren, dann geht der Airbag auf. Oder in dem Fall, wenn ein richtiger Crash kommt, wenn sowas hier kommt, na, wenn sowas kommt, dann funktioniert der Airbag-Trade. Aber wenn wir nur mal Brexit betrachten, und ich suche jetzt euch raus, wo Brexit ist, das ist nämlich Mitte 2016 gewesen, das ist hier diese Nadel gewesen, hier, das ist Brexit. Ich mache mal Day-Charts. Wenn er mich lässt. So. Jetzt muss ich noch das richtige Jahr erwischen. Ich bin noch im Jahr 2017, damit wir auch das richtige haben. Aber hier seht ihr, diese kleine Nadel hier, das ist im Prinzip der Rückgang beim Brexit von, ich tue es mal grob schätzen, von 21,20 auf maximalst 2000. Das rechnen wir mal geschwind aus, wie viel das ist, aber das wird... Das sind etwa 6% oder 5,5%. Ich rechne es euch schön mal aus, dann haben wir es genau. Genau, es sind 5,5% Kursverlust. Bei diesen 5,5% bringt der Airbag-Trade noch nicht so viel. Der bringt richtig, der macht richtig Spaß, wie ihr es vorhin gesehen habt. Wenn wir mal 8% oder 10% haben, dann macht er richtig Spaß. Aber diese kleinen Hedges machen halt auch dann vorher schon Spaß, wenn der Markt nur viel weniger fällt. Das kann man also jetzt hier sich mal anschauen. Jetzt das einfach mal annehme. Nee, das war jetzt falsch. Also machen wir einfach mal 0,056 mal 241. Wenn der Markt hier im S&P 500 um 130 Punkte fällt oder im SPY um 13 Punkte fällt, dann kommen wir etwa hierhin, in diesen Bereich. Dann kommen wir in diesen Bereich und dann ist dieser Hedge eigentlich genau richtig. Er ist wunderbar, dann mache ich ihn zu, mache den neuen auf. Und ihr seht schon, ich kann immer nur so viel verlieren, maximal. Aber das werde ich nicht. Das werde ich nicht. Auch hier machen wir es. Wir erlauben es nicht, dass wir am Ende maximal Verlust gehen, sondern ich stelle im Prinzip so glatt, wenn der sich halbiert hat, stelle ich ihn glatt. Und wenn wir hier ins Geld gegangen sind, wird er entsprechend im Gewinn glatt gestellt. Dadurch habe ich ein relativ günstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Es gibt sogar etliche Situationen, wo es so ist. Möchte ich euch mal zeigen. Das gleiche für den S&P 500, für die E-Minis, Mini S&P 500 Futures Options. Hier sieht man ein ähnliches Rechenbeispiel oder ein ähnliches Beispiel. Das sind immer konkrete Marktdaten und die des Weiterverlaufs dann entsprechend simuliert. Ein Monat unveränderter Markt, weil das passiert am häufigsten, dass der Markt eben nicht crasht, sondern dass er erstmal unverändert ist. Ja. Long Put verliert gleich mal 1.000 Dollar hier an dieser Stelle, obwohl er natürlich viel gewinnen würde, wenn der Markt tatsächlich so nach unten geht. Und ein Put Spread hier, der verliert einen Bruchteil, 150 oder 120 oder in dem Fall minus 118. Das ist vielleicht auch, ich habe es glücklich erwischt vielleicht, aber man sieht schon, die Tendenz ist immer die gleiche. Diese Gewinn- und Verlustlinien liegen sehr, sehr eng zusammen hier. Liegen sehr eng zusammen und das ist schon ein Zeichen dafür, dass die Richtgröße des Theta relativ klein ist für diesen Trade. Ja. Insofern sind diese Trades viel, viel besser als einfach nur Long Puts zu kaufen. Das ist im Prinzip die Hauptaussage für diesen Trade.
Wie man es genau aufsetzt, das zeigen wir euch natürlich. Ich kann euch noch ein schönes Bild zeigen, weil mir macht es immer Spaß. Ich bin ein Ingenieur, ich gucke mal auf Kürfchen. Kürfchen, Kürfchen, Kürfchen. Meine Freundin sagt immer, so mit leicht ironischem Unterton, kann man auch vieldeutig verstehen. Guckst du wieder Kürfchen? Die versteht da was anderes drunter. Nee, vielleicht auch nicht, aber ich verstehe sie sehr gut. Auf jeden Fall, meine Kürfchen sehen so aus. Das sind die sogenannten Skew-Kurven. Hier ist zum Beispiel der S&P 500. Man sieht hier eine Asymmetrie. Hier sind wir am Geld. Hier ist der Markt gerade bei 2441. Und man sieht, dass auf der Unterseite, ich wollte eigentlich einen Pfeil malen, aber es ist wurscht, ihr versteht vielleicht auch so, was ich meine. Auf der Unterseite sind die impliziten Volatilitäten sehr viel höher, als sie auf der Oberseite sind. Und dieses V ist im Prinzip verrutscht. Ich nehme die Maus mal weg. Ihr seht jetzt hier, wo grau hinterlegt ist. Jetzt lässt er mich ohne Tooltip. Hier ist der Markt. Ja, ihr seht, dieses V ist nach rechts verrückt. Bedeutet, dass die Optionen auf der Putzseite besonders teuer sind. Das macht einerseits nackte Putz kaufen extrem unwirtschaftlich. Und für meine Putzbretts, die ich euch soeben vorgestellt habe, jetzt nehmen wir mal eine andere Farbe hier, zum Beispiel die grüne Farbe. Ich kaufe jetzt diesen hier und ich verkaufe diesen hier. Ich kaufe eine mittelhohe implizite Vola und ich verkaufe eine hohe implizite Vola. Ist das gut oder schlecht? Das ist super. Das ist genau richtig. Das macht eigentlich diese Debit Spreads in Indizes relativ geschickt, wenn man sie geschickt aufsetzt. Das ist im Prinzip so ein bisschen der Hintergrund, warum dieser Trade entsprechend so aufgesetzt wird. Ja, welches Ziel habe ich? Es wird glattgestellt, wenn er die Hälfte des Streikabstandes kostet. Was bedeutet das schon wieder? Der Streikabstand vorhin waren, wer weiß es noch, $5. Ja? Die Hälfte des Streikabstandes heißt, er kostet dann $2,50 oder für mich ist es auch nur $2. Das reicht auch. Dann hätte man etwa für 2,5-fachung meines Spreads. Und dann stelle ich ihn glatt. Ja? Hier kommen noch Fragen, lese ich gerade. Sell OTM Call näher am SPX-Kurs, buy OTM Call weiter weg vom SPX-Kurs. Ach so, das ist jetzt eine andere Art von Trades, die er macht. Er macht Call Credit Spreads. Ist im Prinzip ein vollkommen neues Ballspiel, sage ich mal, vollkommen neue Fragestellung. Wenn ich das mache, habe ich keinen richtigen Hedge. Dieser Trade, ich mache ihn sehr, sehr gerne. Das ist ein Premium Trade, also ein reiner Prämieneinnahmetrade. Ich verkaufe einen Call näher am Geld, als ich einen kaufe. Das ist dann ein sogenannter vertikaler Credit Spread oder ein vertikaler Spread für Prämieneinnahme. Das ist aber kein geeigneter Hedge Trade, weil mehr als die Prämieneinnahme kann ich damit nicht verdienen. Ja? So, ich bin mir nicht so sicher, ob ich diese Fragen, die sind so durcheinander, die sind gar nicht zeitlich, aber der Thomas hilft mir bestimmt nachher mit den Fragen. Jetzt werde ich erstmal erstmal die Strategie noch weitermachen und dann können wir dann auf die Fragen sprechen. Eingehen. Klare Erholungssignale, wenn es die gibt, stellen wir glatt und ich sage euch gleich noch was dazu. Es gibt unkonventionelle Indikatoren, die man sehen kann. Christian hat einen schon angesprochen, aber ich werde es gleich nochmal bildlich darstellen, was es mit einer Marktberuhigung haben kann. Wenn wir unseren Hedge glattstellen, dann müsst ihr natürlich auf das Risiko des Portfolios achten. Ne? Ihr seid ja dann dem Markt ausgesetzt. Wenn ihr einfach nur einen Hedge glattstellt, ohne einen neuen aufzumachen, dann seid ihr wieder im Risiko. Und wenn ihr halt falsch liegt und aus dem Crash des Jahr 2008 wird, dann hätte man halt ein kleines Problem am Hals, das man ja ursprünglich, weil man so schlau war, verhindern wollte. Aber wenn man sich das jetzt mal rückblickend anschaut, wie das aussieht, nochmal genauer drauf schaut, ich möchte eigentlich nur, dass du mir einfach nur einen SPX rückgehen bis 2008 machst im Wochenchart. Ja, er schafft es. Sehr schön. So, hier sieht man zum Beispiel, wir schauen jetzt auch mal auf diesen Chart hier. Wir sind ja jetzt schlauer und wissen, dass es die Lehman-Krise gegeben hat. Wenn wir aber so dastehen, weiß ich überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wenn wir so dastehen. Wie tief gehen wir da noch runter? Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal falsch liegen. Ja? Das heißt, wenn ihr eure Hedges glattstellt, seid bitte so lieb und schaut euch auf euer Portfolio an. Und da müsst ihr vielleicht dort auch echt aufmachen. Ja? Gut, jetzt wollte ich
noch, genau, jetzt kommen, glaube ich, als nächstes schon die Indikatoren. Also erstmal gibt es klare Erholungssignale, entsprechend glatt. Wenn der Hedge nicht gebraucht wird, so muss ich auch glatt stellen, mindestens oder höchstens 2 Wochen vor Verfall, spätestens 2 Wochen vor Verfall, das ist gemeint. Oder wenn sich sein Wert halbiert hat. Dieser Trade ist nicht kostenlos, aber er ist günstig, ja. Günstige Produkte können immer noch gut sein. Kostenlos schaffen wir leider bei diesem Debit Spread nicht. Aber wie gesagt, für kleine Korrekturen ist er wirklich, aus meiner Sicht, wirklich Gold wert. So, halt, halt. Ja. Eine Frage. Ja. Laufzeit der Optionen. Laufzeit der Optionen habe ich, glaube ich, hingeschrieben. 6 Wochen. Es ist so, wenn der Markt unruhig ist und ich den nächsten aufsetze, dann mache ich teilweise etwas weniger. Ja? Mhm. Also den Folge-Hedge. Wenn die Unruhe mal begonnen hat, weil Märkte sich dann schneller bewegen. Da sage ich dann auch in unserer Webinarreihe was dazu. Also grundsätzlich fängt man in ruhigen Markt, fange ich mit 6 Wochen an. Man kann auch 8 Wochen nehmen. Es kommt nicht auf einen Tag an, aber das ist so die Größenordnung, an die ich mich halten würde. Damit ist auch die Frage beantwortet, sind beim Spread beide Optionen mit gleicher Laufzeit? Also die Frage ist beantwortet, richtig. Ja, es ist mit gleicher Laufzeit. Genau, deswegen nennt man es auch einen vertikalen Spread. Die vertikale Achse ist die Preisachse bei Optionen und die horizontale Achse ist die Zeitachse. Ja? Und ein vertikaler Spread meint Optionen mit selbem Verfall. So, dann komme ich vielleicht schon zu den... ich kann nach dem Glattstellen, wenn die Korrektur andauert, nach demselben Schema wieder einen aufmachen. Und das ist... dann wirklich dann die, aus meiner Sicht die beste Art zu hedgen, weil diese Hedges dann nämlich relativ günstig sind. Und warum ist das so? Das kommt natürlich ganz klar durch diesen Short-Put zustande. Der Long-Put steigt im Geld, das muss ich bezahlen, aber der Short-Put, der neue, der wird halt auch entsprechend teuer und da kann ich entsprechend sehr viel Prämie wieder einnehmen. Und deswegen werde ich nach gleichen Bedingungen wieder so einen Hedge aufmachen. Wenn dann der Markt sich beruhigt und ich falsch liege, dann werde ich auf keinen Fall mehr so viel verlieren, wie ich gewonnen habe mit dem ersten Trade. Ja? So, jetzt kommt noch was Besonderes für euch. Das wissen vielleicht viele noch nicht oder wer bei mir schon im Live Options Room war oder sonst wem Webinar wird es vielleicht auch schon wissen. Thomas, du wirst es auch schon kennen, aber ich finde es immer wieder klasse und es hat wieder funktioniert. In den letzten 14 Tagen hat es wieder funktioniert. Ich zeige euch was. Christian hat es schon angedeutet. Ihr kriegt es jetzt bildlich, einen besonderen Indikator. Marktinterne haben die Beruhigung im Fall vom Brexit schon angekündigt. Jetzt zeige ich euch ein Bild. Ich finde das immer mehr wieder klasse hier. Das Bild, das sieht da ganz, das sind einfach ein paar Kurse, das ist ja ganz nach nichts weiter aus. Es ist für mich extrem bedeutsam, die sogenannte rote Divergenz. Rote Divergenz. Der Markt ist noch rot, das heißt, der Markt fällt noch. Aber die Volatilitäten sind schon rot. Sie fallen schon. Was meine ich denn jetzt damit schon wieder? Also ist ganz klar, der Markt ist ja gerade in der Korrekturphase, er fällt also. Normalerweise ist es so, die Korrelation oder der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Markt selber und dem Volatilitätsindex ist natürlich invers korreliert, sagt man dazu. Das bedeutet, wenn der Markt fällt, steigt die implizite Vola. Wenn der Markt steigt, fällt die implizite Vola. Oder wenn der Markt sich beruhigt, fällt die implizite Vola. So ist es standardmäßig. Jetzt sehen wir auf diesem Bild Folgendes. Wir sehen, dass der Markt repräsentiert durch den S&P 500 noch am Fallen ist. Da fällt hier um knappes Prozent. Das war am Montag nach der Brexit-Entscheidung. Brexit-Entscheidung war donnerstags. Am Freitag waren sie alle nervös und am Montag immer noch ein bisschen. Aber dann ist Folgendes passiert. Der VIX-Index, der die Option auf dem S&P 500, die implizite Volatilität widerspiegelt, ist schon gefallen. Und die VIX Futures, ganz, ganz wichtige Trading-Vehikel, vielleicht nicht für jedermann, aber es ist auch ein wichtiges Anzeigevehikel, sind schon am Fall. Das heißt, wir haben hier den Fall, der Markt ist noch am Fallen, aber die Vola läuft der Beruhigung voraus. Die Vola läuft der Beruhigung voraus. Ich nenne das die sogenannte rote Divergenz. Das ist ein Indikator, der immer wieder funktioniert. Ich sage es nochmal, Disclaimer, nichts wird immer funktionieren, aber auch mal wieder hat dieser Indikator hier funktioniert, angesprochen. Er hat wenn ihr euch erinnert, auf seinem Vola-Bild die höchste Kerze, da rappelt es am meisten und dann die nächste, wo der VIX schon wieder gefallen ist.
da hat sich die Beruhigung in den Volatilitäten schon angedeutet, obwohl der Markt eigentlich noch gar nicht umgedreht hat. Aber es war der Vorläufer der Marktberuhigung. Also diese rote Divergenz, das kann ich euch jetzt einfach schon mal mitgeben. Wer von euch Möglichkeiten hat, auf diese VIX Futures zu schauen und auch in der Weise, dass ihr die Tagesveränderungen entsprechend sieht, das ist ein klasse Indikator. Der macht mir einfach Spaß. Und weil es so schön ist, wir machen hier Webinar und ich suche mir einfach die schönsten Beispiele, die meine Theorien abdecken. In Märkten findet jeder immer alles, ne? Immer, was man braucht, findet man immer. Aber es ist nicht nur so, sondern das funktioniert tatsächlich regelmäßig. Das ist ein Bild vom 21. August 2017, frisch. Ihr wisst, dass es zweimal kurzzeitig nach unten ging, wenn man jetzt mal auf den Markt schaut zur Erinnerung. Aber die meisten von euch haben das ja sicherlich verfolgt. Was der Markt gemacht hat, kann man es überhaupt noch erkennen? Ja, gerade so. Hier unsere zwei kleinen Korrekturchen, nenne ich es mal, Mini-Paniken, wo der Markt so ein bisschen runterging. Und man konnte halt hier am 21., das Bild ist am 21. gemacht worden. Jetzt sagt der eine, Olaf, du bist jetzt im Nachhinein schlauer und jetzt weißt du natürlich, dass der Markt hochging. Nein, in dem Fall ist es so, ich habe an diesem Tag einen Screenshot aufgenommen, diesen habe ich jetzt für euch auch vorbereitet, den habe ich auch in meinem Live Options Group schon gezeigt. Hier hatten wir eine rote Divergenz, die ich euch nochmal auf dem Bild zeige. Und das hat tatsächlich vorweggenommen die Marktberuhigung. Das heißt, ihr könnt euch also merken als Indikator rote Divergenz. Das ist einfach mal so eine kleine Beigabe von uns. Bei Optionsuniversum gibt es immer guten Content. Und ich finde, ich finde den Indikator klasse und der eine oder andere von euch findet ihn vielleicht auch entsprechend gut. Hier ist noch ein Indikator, den ich auch gerne benutze, sofern er denn vorhanden ist, und zwar Nachrichten als Kontraindikator. Wenn sich Leute weit aus dem Fenster lehnen, wenn sich die großen Prominenten, die Promis der Marktwelt oder die Politiker, wenn die sich weit aus dem Fenster lehnen, entweder mit Euphorie oder Angst, und wirklich solche Nachrichten, wenn solche Nachrichten es auf die erste Seite der großen Finanzportale schaffen, dann ist es eigentlich so, dass das ist ein echter Kontraindikator ist. Lest euch doch mal diese Meldung durch. Jim Rogers, das ist, glaube ich, ein Rohstoffguru, sagte, am Brexit-Tag, ich habe hier ein Datum zufällig dabei, Montag, der 27. Juni, das ist genau dieser selbe Tag, also Wochenende nach der Brexit-Abstimmung, Brexit to trigger worst bear market in your lifetime. Da kann man doch nur sagen, Junge, ganz recht hast du nicht gehabt, oder? Stimmt mir jeder zu. Das heißt, aber das ist auch immer mal so, dass wenn sich Leute besonders weit aus dem Fenster lehnen, ist das ein entsprechender Kontraindikator. Wenn also die Stimmung besonders schlecht ist in den Portalen, auch darauf kann man achten. Auch das ist eine Zutat, wenn ich erkennen will, ob es vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, Hedges zu rollen zumindest oder gar Portfolio zu überdenken, vielleicht mich wieder vorzubereiten auf entsprechenden Marktanstieg. Das sind zwei Indikatoren, die ihr vielleicht noch nicht so oft gehört habt, speziell die rote Divergenz nicht. Aber es ist, ich finde die entsprechend relativ super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das kann auch jeder natürlich entsprechend für sich verwenden. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende von dieser Strategie angekommen und möchte das nochmal zusammenfassen, was wir heute gemacht haben. Ein paar kleine Anmerkungen noch dazu machen. Wie gesagt, auch wenn du Privatanleger bist, hedge dein Portfolio richtig, mach es nicht dumm, sondern mach es schlau, dann hast du manchem Fondsmanager etwas voraus. Also ich weiß viele Namen, ich möchte aber jetzt nicht irgendwelche Namen hier, wie gesagt, nennen und die Leute hier anschwärzen, die sich nicht verteidigen können. Aber ich weiß, es gibt gestandene Fondsmanager, die einfach nur Long Puts in ihre Portfolios in ihre Fonds bringen. Und wie ihr wisst, viele Fonds schaffen es auch nicht, den Markt zu schlagen. Weil sie es falsch machen, weil sie keine Ahnung haben, sage ich mir jetzt mal, und weil sie halt nicht solche guten Hedge-Trades machen, wie wir das hier jetzt heute vorgestellt haben. Wenn man es richtig macht, hat man einen Wettbewerbsvorteil, weil man halt nicht so viel Geld dadurch verliert, dass das Hedgen Geld kosten würde. Ja? Dann habe ich euch noch ein paar unkonventionelle Marktindikatoren gegeben, die entsprechend Hilfestellung geben können. Ich sage euch noch geschwind, ich glaube, das dürfen wir, weil ihr habt ja auch Content gekriegt und das ist eine gute Webinarreihe und Christian und ich erklären unsere Trades ausführlich und zwar Anfang September an diesen Tagen um 18 Uhr jeweils und wer da noch Lust hat, kann natürlich teilnehmen. Ihr kriegt auch ein kleines
Ich habe lange im Schwäbischen gelernt, gelebt. Da sagte man Gutsle oder ein Nachlass, 10% Preisnachlass. Wenn ihr das buchen möchtet, dann würden wir uns natürlich freuen. Und dort werden diese und andere Hedge-Strategien, ich werde noch was aus dem WIX-Universum, werde ich noch was zeigen, werden so das eine oder andere noch zeigen und andere Indikatoren oder andere Aktienindizes werden wir die Strategien anwenden. Wir haben heute nur ein S&P 500 betrachtet, da wird also einiges kommen. Wir haben Zeit, wenn wir die 4 Sitzungen, wenn wir noch mehr haben, dann machen wir sogar eine 5. Sitzung. Also es wird wirklich was geboten werden. Ja? Dann noch geschwind aufgelegt unsere Seite, was wir sonst noch haben, das nur, dass ihr es mal gesehen habt. Wir machen sehr viele Optionsstrategie-Webinare, insbesondere Butterflies und Vola-Produkte und anderes mehr. Also wer Lust hat, schaut einfach mal auf der entsprechenden Webseite vorbei. Ja, ich glaube, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Gute Frage von mir. Ihr habt ja eure Webinare aufgezeichnet. Die kann man ja dann im Nachhinein kaufen oder sowas. Wie viele Stunden? Wie viele Stunden muss dann der Normalverbraucher, der arbeiten geht, einplanen, damit er es kapiert? Muss er sie zweimal sehen? Das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Also wenn man noch wenig Erfahrung mit solchen Trades hat, dann ist es in der Tat so, dass man das hier wahrscheinlich eher zweimal anschaut. Und unsere Sitzungen dauern normalerweise so lange wie die von heute. Jetzt, wir haben wahrscheinlich, ich habe jetzt keine Uhr, aber bestimmt 75 Minuten haben wir auch schon wieder geschafft, bestimmt, oder mehr? Oh, mehr. Also ungefähr so lange wie die Sitzung heute. Und dann hätten wir 4 Sitzungen. Bei mir, bei meinen beiden letzten Webinaren war es sogar so, dass ich gerne noch mehr machen wollte. Dann habe ich sehr gerne freiwillig eine Bonus-Sitzung gemacht, also eine 5. Sitzung. Und der Christian hat es auch schon gemacht. Wir machen so viel, bis alles behandelt ist. Und man muss, ich sag's mal so, den Ich-werd-reich-Knopf haben wir nicht, sondern man muss sich auf den Hosenboden setzen. Durch Hedges wird man ja sowieso nicht reich, wie wir heute gelernt haben, sondern die sollen, haben eine wichtige Funktion zu erfüllen, aber man muss sich ein bisschen hinsetzen. Wer wenig Erfahrung mit solchen etwas komplexeren Strategien hat, der muss das sich wahrscheinlich zweimal anschauen. Ihr könnt uns dann auch Fragen stellen, auch im Nachgang noch. Und ja, das würde ich mal sagen, ist so ein bisschen die Regel. Hier haben wir noch eine Frage. Ja. Würden Sie jetzt beruhigt in den Urlaub gehen oder wie früher kein WLAN Trades zu machen? Das ist eine sehr gute Frage. Also normalerweise ist es so, wir haben ja jetzt gezeigt, man muss auch, wenn man diese Hedges hat, ist es gut, wenn man reagieren kann. Ich neige normalerweise dazu, wenn ich in Urlaub bin und bin nicht online, dass ich meine Trades zumache. Ja. Ich sage mal, ich habe keine Glaskugel, ich bin jetzt nicht im Urlaub, weil ich war ja gerade und wenn jetzt morgen der Crash kommt oder heute Nacht irgendeine Katastrophe passiert und der Markt fällt um 10% und ich habe aber meine Hedges offen, dann kann ich dann morgen mir überlegen, wie geht's weiter, aber mein Portfolio ist wenig passiert, weil ich aber diese Hedge-Trades offen habe, aber ich würde nicht sagen, mach Hedge-Trades auf und dann kannst du auf den Kilimanjaro steigen und 4 Wochen offline sein. Das halte ich für ganz, ganz falsch. So, dann noch eine. Ist der vertikale Spread immer besser als der Kauf langlaufender Longputs und der laufende Verkauf kurzlaufender Shortputs dagegen? Also ich würde sagen, ich halte das Rollen halte ich für besser. Man muss sich da den Trade was auf anschauen. Wenn man einen Diagonalspread hat, dann hat der ganz, ganz andere Eigenschaften. Ich neige dazu, also für die normalen Debit Spreads sind eigentlich normalerweise der bessere Trade. So, das war's eigentlich. Kann ich dazu ergänzend noch sagen, passen Sie bitte auf, wenn Sie kurzlaufende Optionen verkaufen und langlaufende kaufen, weil im Falle eines Volatilitätsanstiegs kommen diese klassischen Kalenderspreads unter die Räder, ganz im Gegensatz zu der herkömmlichen Meinung über Kalenderspreads. Aber das ist ein anderes Thema, gibt es auch ein Newsletter von uns zu diesem Thema, lesen Sie es vielleicht mal durch. So, hier ist noch Kontaktinfo. Den Christian habe ich jetzt hier nicht draufstehen, weil das ist ein Sheet von einem meiner letzten Webinare. Also christian@optionsuniversum.de funktioniert ganz genauso. Das sind unsere E-Mail-Adressen und die allgemeine Info-Ad und unsere Facebook-Gruppe Wir sind Optionen. Da ist auch immer was los und das macht auch Spaß. Und da geht es auch wirklich nur um Optionen und das ist fachlich auch spannend und nette Leute. Das wären unsere Infos. Christian, hast du noch irgendwas? Ich habe eigentlich nichts mehr, nee. Dann, Thomas, du noch was? Dann bin ich jetzt dran. Also, ich muss sagen, es war wieder mal sehr
Sehr informativ, das ganze Webinar, wie man es also von euch zwei sowieso gewohnt ist. Ich hatte an sich den Eindruck, dass der Christian mehr so der Ruhigere war und der Olaf, wie gesagt, nach dem Urlaub wie rasend an die Sache rangeht. Stimmt das? Das kann auch eine Typfrage sein, das ist möglich. Unabhängig vom Urlaub. Ich bin eigentlich immer der ruhige Thomas. Mich aus der Reserve zu locken ist extrem schwierig. Wenn du es schaffst, gebe ich dir ein Bier aus. Also Leute, dann bedanke ich mich im Namen von euch für Termintrader, für euren Auftritt. Leute, alle aufstehen. Donnernden Applaus bitte für Olaf und für Christian. Dieses Webinar wird nämlich nach dem Applaus beendet, wird aufgezeichnet und jetzt kommt's wie immer in zwei Teilen eingestellt auf Termintrader, Teil 1 nochmal auf YouTube. Ihr müsst halt dann rübergehen auf Termintrader. So, und Folien kriege ich von euch auch noch, was ihr so zur Verfügung habt. Das meiste war ja live. Ja. Das müssen wir mal schauen, wenn wir das zusammenstückeln, weil das meiste war live, viel ist mit Folien nicht. Ne? Ja. Wir mal schauen, was wir da hinkriegen. Ja gut, also dann wünsche ich alle Mann noch einen schönen Abend. Und wenn ihr also wirklich noch andere Strategien, ohne dass ihr jetzt euer Geld ausgeben wollt, durchsehen wollt, schaut euch die ganzen Webinare an, sei es bei Termintrader oder bei Optionsuniversum, das sind ja auch einige umsonst. Da habt ihr schon mal am Anfang so einen Eindruck. Es ist wirklich wichtig, Optionen ist nicht einfach und da müsst ihr halt die Zeit, das Sitzfleisch investieren. Und wenn es sein muss, auch zweimal durchgoogeln. Also, das war's. Schönen Abend noch von mir. Mein Name ist Thomas Bob. Ich wünsche euch gutes Bier, viel Sonne, viel Geld. Schaut's aus. Also, tschüss. Ja, ciao. Dann schließen wir uns an. Tschüss. Ja.